Sie haben sicher ein Schweizer Lieblingslied. Das Schweizer Lieblingslied, eins der schönsten ist für mich Scharlachrot. Wie tönt das? Mehr meine Träume auf und um dich. Ich male ein Scharlachrot an. Was machen Frauen falsch? Nein, falsch machen sie sicher nichts. Und es ist auch hure schwierig. Eben, du bist nicht die Erste, die das fragt. Und es ist auch hure schwierig, das zu beantworten. Ich weiss auch nicht, ob das irgendein psychologisches Ding hat, dass man doch ein bisschen tiefer reingehen muss. Oder philosophisch sogar. Dass eben, dass Frauen irgendwie vielleicht zwei, dreimal mehr überlegen, um dann wirklich den Mut und den Schritt zu machen, rauszugehen, an die Leute, etwas riskieren. Das wäre aber irgendwie auch nicht mehr durch. Vielleicht, wie soll ich sagen, ein Vorwurf. Von dem her, ich weiss auch nicht, ob sie es wirklich auch schwerer haben und irgendeine Plattenfirma halt einfach sagen, nein, du bist eine Frau und wegen dem funktioniert es nicht oder wir gehen mehr auf Männer, weil das zieht mehr. Eben, ich meine, es ist sicher ein Thema, das man muss anschauen und auch darüber reden können. Ja. Sie haben sicher ein Schweizer Lieblingslied. Oh, ja sicher. Also, Baldmoos von Bühnenhuber. Wie tönt das? Baldmoos, Baldmoos, speck mich fort von hier. Speck mich fort von hier. Als Moderator kennst du ja alle Schweizer Lieder. Ja, mehr. Welches ist dein Lieblingsschweizer Lied? Das ist jetzt natürlich eine hochpolitische Frage für einen Moderator von einer Schweizer Musikshow. Ja? Es gibt sehr viele Schweizer Lieder, die ich natürlich mag. Das ist jetzt wie wenn du den Vater nach dem Lieblingskind fragst. Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Von denen, die das Jahr als Best Hit nominiert sind, finde ich alle grossartig. Aber ich tue jetzt, ich sage jetzt einfach jemanden, der nicht nominiert ist heute Abend, damit es fair bleibt. Und da ist natürlich bei mir der Blick weit oben. Rosalie natürlich ein Überhit von ihm. Aber, und über das habe ich mich sehr gefreut, er hat jetzt die alten Sachen auf Spotify gestellt und dort gibt es von Okidoki zwei, drei Sachen drauf, wo ich mich enorm gefreut habe, die jetzt nach über 10 Jahren wieder zu hören. Wunderbar. Und wie tönt denn das Lied vom Blick? Rosalie, die Rosen sind für dich mein Amor. Welches ist dein Schweizer Lieblingslied? Es gibt so viel. Mein Lieblingslied von der Schweiz. Muss mich entscheiden, gell? Du willst eins. Du kannst auch zwei sagen. Also ich würde von der Band her würde ich tendieren, irgendwo zwischen Krokus und Zürich West. Ich sage auf die zwei Bands. Ich sage. Okay. Willst du mir nicht sagen, wie die tönen? Sagen, wie es tönen. Singen. Singen. Ich sage jetzt mal, nein, singen nicht. Ich bin ja Gitarrist. Ich bin ja nicht Sänger. Von wem ist das? Das ist von der Mood Boutique USA in Zürich. Ja. Sehr schön. Also, fast. Noch nie so ein schönes Kleid. Perfekt. Fast Schatz, um allein auszuführen. Wo hast du Schatz? Das ist natürlich auch da. Nur wir sind getrennt gekommen, weil wir da noch verschiedenste Termine und alles hatten. Aber ich freue mich, ihn nachher auch noch irgendwo zu sehen. Und bis jetzt begleitet mich eine gute Freundin von mir, Tamira. Dann könnt ihr es gleich miteinander geniessen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Afterparty nachher bestimmt, ja. Und Frauen falsch? Ja, die machen alles richtig. Ich glaube, die Organisatoren sind falsch, wenn sie Frauen nicht einladen. Ich weiß es nicht. Es gibt Freude umeinander. Ich glaube, wie ich vorher schon gesagt habe, das sind Wellenbewegungen. Das Jahr sind wir ein bisschen untervertreten. Es braucht Vorbilder. Da braucht es sehr viel mehr. Das braucht Zeit. Und das wird sich ändern. Aber ich finde euch definitiv zu wenig Freude. Welches, ihr habt sicher ein Lieblingslied, ein Schweizer Lieblingslied. Ach, eins, was jeder kennt, steht sie Trauer. Ist jetzt also eins von denen, die ich immer wieder gerne kehre. Und wie tönt das? Aha, das ist also so ködert man einen. He? So macht man das also. Steht sie Trauer, muss ich leben. Und jetzt schalte ich mal voll ins Deutsch. Sagt mir, wie habe ich es verschuldet? Und so weiter. Wunderbar, danke vielmals. Wie tönt denn Ihr Lieblingslied? Mein Lieblingslied ist Rote Rösli im Garten. Rote Rösli im Garten, braune Härli am Bauch. Wenn der Wind kommt, kommt blasen, steht ich eben gerade auf. Was machen Frauen falsch? Frauen sollten mal mit einem ganz grossen Suppenlöffel Selbstvertrauen fressen. Ich würde es gross feiern, wenn mal ein paar Frauen würden rausstehen und sagen, jetzt ist fertig, jetzt kommen wir. Das fände ich gut. Wie geht es dir? Du bist nicht in weiblicher Begleitung heute. Nein, ich habe heute meine beiden Alpenhöhe-Bodyguards dabei und das ist auch gut. Ist keine neue Liebe in Aussicht? Nein.
Nein, ich sehe keine. Okay. Du hast sicher ein Schweizer Lieblingslied. Aktuell ist es «Du vom Nemo». Finde ich ganz genau. Wie tönt das? Ich glaube, das bist du. Welches ist denn dein Lieblings-Schweizer Song? Mein Lieblings-Schweizer Song, das ist jetzt schwierig. Es gibt viele gute. Momentan habe ich einen kleinen Hype vom Traufop. Live, ich bin eben bei ihm als Vorhang dabei gewesen. Und ein Song, der mich einfach immer im Schlaf begleitet, ist Fräulein Marti. Das ist auf Party. Wie tönt der? Fräulein Marti, komm, wir machen Party. Ja, ich habe so oft bei ihm gespielt. Das ist fast nur Männer nominiert heute Abend. Warum? Ich habe eine Frau mitgenommen. Wir werden zusammen Hardbrook performen. Sie hat bei all den grossen Songs, die heute nominiert sind, bei Du und von Loh und Lüdig, der Misus, Disus, hat sie eigentlich drauf gesungen. Darum ist es gut. Ich hab kein Frauenproblem. Wunderbar. Welches ist denn dein Lieblingslied in der Schweiz? Von allen Liedern, die es gibt, gibt es im Fall ein paar. Ich liebe ganz fest Badent Ochsne. Ich habe Campari Soda gern von Taxi. Wie tönt das? Ich nehme nur Campari Soda. Es sind ja heute Abend vor allem Männer nominiert. Was machen die Frauen falsch? Falsch machen sie nichts. Das weiß alles, ist mir gar nicht aufgefallen. Die kommen schon noch. Ich glaube, es hat einfach viel mehr Männer, die so als Bands und so, ja, als Künstler aktiv sind, denkt es mir. Und danach, das sind halt mehr Männer, auch logischerweise, die mit vorne vertreten sind. Hier jetzt in der Schweiz ist das so, international ist es so nicht unbedingt so. Da hat es ja, ich glaube, Frauen haben eher ein bisschen die Oberhand, was der Erfolg so anbelangt, ja. Ihr habt sicher ein Schweizer Lieblingslied. Auf Schweizerdeutsch? Nicht unbedingt. Ich habe keins. Es fällt mir nicht. Ich finde, es gibt viele gute Lieder, aber so ein Lieblingslied habe ich nicht. Ja, denn? Ich finde die Lieder von Manny Matter, wo mich immer wieder erstaunen als Songwriter, auch wie er diese Sachen können darstellen und auf den Punkt bringen, das finde ich immer noch eindrücklich. Ja. Wird von Ihrem Sohn begleitet? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde das immer schön, Swiss Music Award, einmal im Jahr, so einen Family-Ausflug und einfach die Leute treffen, die man einmal im Jahr sieht. Ein bisschen nicht schleimen, aber das gehört dazu. Ja, mein Sohn hat jetzt angefangen Musik zu machen, er legt schon viel auf, er hat gestern zum Mathe aufgelegt und er fährt auf Musik produzieren und das finde ich genial. Es gibt so viele schöne Songs wie schlechte Songs, also da könnte man lange Listen machen, aber Musik ist ja eine Geschmackssache und das Schöne ist ja, dass es so viele verschiedene Musik gibt, dass es für jeden immer irgendetwas gibt. Ich glaube, sie haben fast in jedem Genre ein Stück, das mir gefällt. Also, es gibt nicht so einen Musikstil, den ich jetzt komplett abschreiben würde. Wow, da gibt es sehr, sehr viel. Momentan, musikalisch vor allem, gefällt mir ein sehr aktueller Song von Bazzi, heisst der, B-A-Z-Z-I. Der heisst «Mein». Und der geht nur 2 Minuten lang und ich bin immer wieder am Replay drücken, weil es mich aufregt, dass er schon fertig ist. Er soll mal ein bisschen längere Lieder schreiben, dann wäre mir gut. Das googelt er besser, er kann es ein bisschen schöner singen als ich. Merci. Es gibt eigentlich nicht Musik, die für mich gar nicht geht. Ich glaube, wenn man sich näher mit egal welchem Musikgenre beschäftigt, merkt man Nuancen und Unterschiede und dass es überall Interessantes drin hat. Es gibt einfach Musik, die ich mehr feiere und Musik, die ich weniger feiere. Ich glaube, es ist mehr so. Das Schöne ist, ich wache sehr, sehr selten mit Brummschädel auf. Aber wir tun heute sicher noch anstoßen, aber das wird, glaube ich, nicht geil. Und morgen haben wir dann auch wieder viel Programm, von dem her, es wird, glaube ich, eine ruhige Abend. Welches ist euer absolutes Schweizer Lieblingslied? Ja, für mich, also das ist natürlich Frieden individuell. Für mich ist, glaube ich, ein Song von Zürich West. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Das ist schon relativ ein alter Song, aber einer, der mir nie aus dem Hirn geht. Ja. Und wie tönt der, wenn ihr den zusammen singt? Das singen wir nicht zusammen, das können, glaube ich, nur ich. Aber wir haben andere Songs, die wir zusammen singen. Hören wir etwas Neues? Wir hören heute Kawasaki, unsere aktuelle Single. Und
Wir machen etwas recht Neues. Ich glaube, es hat das Swiss Music Award noch nicht gemacht und wir sind wegen dem auch recht nervös. Gibt es auch Musik, wo du jetzt persönlich das Radio lieber umstellst? Nein, also ich stelle generell das Radio nicht um, weil ich bin jemand, der dann auch Musik hört und jetzt finde, hey, das ist nicht so meins. Aber ich höre natürlich nochmal ganz anders Musik, auch aus professioneller Sicht, um zu wissen, was sind da für Sounds verwendet worden, warum läuft es im Radio. Also ich schaue es dann sehr analytisch eigentlich an und bin immer offen für Neues. Denn ich kenne es selber von mir auch und ich finde am Anfang, hey, nein, den Song finde ich voll nicht gut. Und dann hörst du ihn immer wieder und findest, doch, finde ich eigentlich mega gut. Und irgendwann hast du so einen Ohrwurm und findest, er ist mega genial. Also das kenne ich schon auch. Mein persönliches Lieblingslied ist momentan, das passt eigentlich total zu meinem Leben, das ist die neue Single, die jetzt rauskommt von mir, Verliebt, Verlobt, Verflixt nochmal, es passt ein bisschen zu meinem Liebesleben. Willst du es mal schnell achten? Nein, das verrate ich noch nicht. Wäre schade, wenn es dann rauskommt, wenn es schon die einen daten. Dann sind die einen, sag, warum hast du nicht bei uns zuerst drum, ja, Date to Date. Und was passt denn da drin? Ja, dass du eigentlich die Freiheit liebst und irgendwie willst du auch in einer Beziehung sein. Und ja, viele haben ja mit 30 so Torschusspanik und ich habe so ein bisschen das Gegenteil, glaube ich. So das Gefühl, oh, ich muss noch die Welt entdecken, ich muss noch frei sein, ich will noch dies und jenes. Nicht festlegen auf eine Beziehung, darum, ja, es passt ein bisschen zu meinem Leben momentan. Okay, gut. Nur schnell, bis Schweizer Lieblingslied. Schweizer Lieblingslied, oh Gott. Ja, wir können auch reinhören, bevor ich auf den Teppich komme. Schweizer Lieblingslied. Ja. Am Swiss. Remix natürlich. Ein Schweizer Song. Ja, keine Ahnung. Was läuft momentan gerade aus? Mo, genau. 079 hat sie gesagt. Ah, der neue Lohn-Ledig-Song. Finde ich sehr cool.